Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Wie du siehst, geht es heute um Lenkradeinstellungen und zwar in Project Cars 2. Ich gehe jetzt hier mal in Profiler von Logitech, von meinem Logitech G29. Da könnt ihr eigentlich alles auf Standard lassen. Könntet euch da noch Tasten umbelegen, was auch immer, Profil erstellen natürlich. Aber Empfindlichkeit, hier muss man die 900 Grad einstellen und viel mehr müsst ihr auch nicht machen. Ich habe jetzt hier noch Zentrierfeder auf 10% gestellt. Aber das ist eigentlich auch gesehen. Der Rest ist eigentlich Standard eingestellt. Jetzt muss ich schnell schauen, wie ich da wieder zurückkomme. Genau. Pedal könnt ihr jetzt zum Beispiel noch die Empfindlichkeit umstellen. Falls ihr das möchtet, ich habe es jetzt auf Standard lassen, weil so Sachen stelle ich dann auch im Game ein. Und zu dem komme ich jetzt gerade. Und zwar Project Cars 2. Es wird dann später noch ein Video geben von Assetto Corsa, wo ich meine Einstellungen zeige. Aber das dauert gerade noch ein bisschen. Und hier sind wir jetzt Project Cars 2 Einstellungen. Da ist sehr wichtig, das könnt ihr eigentlich auch für das Logitech G27 übernehmen, meine Einstellungen. Und was ich euch natürlich hier empfehle, das Rad kalibrieren unbedingt machen. Es macht auch nichts, wenn ihr das zwischendurch wieder mal macht. Und dann geht ihr hier ganz links, behaltet es links, geht auf Weiter und dann rechts oder links 90 Grad. Und da könnt ihr eigentlich auch, bei mir stimmt das recht genau, auf die 900 gehen. Aber das muss nicht unbedingt stimmen. Schaut einfach, dass nach das Lenkrad wirklich gerade ist. Speichern. Und bei den Pedalen einfach alle einmal ganz durchdrücken. Hier könnt ihr natürlich auch wieder die Empfindlichkeit von den Pedalen einstellen. Und diverses. Ich habe jetzt hier noch die Totzone eingestellt, und zwar auf 3%. Einfach, dass, falls irgendetwas hier bei der Bedauung wackelt oder nicht ganz gut ist, dass man nicht irgendwie plötzlich, wenn ich auf dem Geraden fahre, dann Bremslicht drückt, weil es keine Totzone hat. Darum habe ich das hier auf 3 gestellt. Könnt ihr aber auch gut auf 0 runter tun. Nicht besonders wichtig. Hier habt ihr natürlich die ganzen Tastenbelegungen. Da ist übrigens wichtig, Force Feedback könnt ihr hier zwei Tasten belegen, damit ihr das könnt verstellen. Sogar Ton könnt ihr verändern. Und zu dem kommen wir jetzt. Und zwar hier. Das sind meine Einstellungen. Auf Raw. Amplitude habe ich auf 96%. Da erkläre ich dir später noch, warum genau. Intensität seht ihr hier 25%. Die könnt ihr nachher, ja, wie gesagt, auf eine Taste belegen, wo ihr sie in 5% Schritten könnt verändern. Ton habe ich auf 53%. Standard ist das auf 50. Das verändert eigentlich das Verhältnis von Streckenbelag zu Reifenschlupf. Das heisst, wenn ihr hier mehr da drüber geht, habt ihr mehr Force Feedback vom Streckenbelag. Und wenn ihr es rechts überstellt, habt ihr endlich ändert die seitlichen Kräfte, die auf das Fahrzeug wirken. Das heisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel driftet, wird nach hier das Force Feedback recht stark, wenn ihr das da hier bei 70% habt. Und dafür spürt ihr dann den Streckenbelag relativ schlecht, also auch Curbs und so. Und ich habe es jetzt mal für mich auf 53% gestellt. Ich habe viel rumgespielt, auch bei so zwischen 45 und 65% habe ich immer so ein bisschen getestet und ich bin jetzt hier bei diesen 53% verblieben. Da haben wir noch FX, das sind so ein bisschen wie die kleineren Force-Feedback-Kräfte, die durch das verstärkt werden. Das heisst auch, Curbs werden stärker spürbar. Und das sorgt natürlich je nachdem für Clipping. Das ist ja hier rechts erwähnt. Es heisst überall Clipping, aber es wird nie gross erklärt. Und das zeige ich euch jetzt gerade in einem kurzen Testvideo. So, ich starte hier mit dem Mercedes AMG. Habe ich mal das Fahrzeug genommen, um noch ein bisschen driften kann, für etwas zu zeigen. Und habe natürlich hier links unten gesehen, die Force Feedback Kurve
ist hier recht klein dargestellt im Project Cars 2. Kann man leider nicht vergrößern. Und dort seht ihr ja die Zahlen links. 95% ist die Amplitude, 25% ist das FX und 52% der Ton. Den könnt ihr ja verändern. Habe ich jetzt mir nicht auf die Tastatur belegt, aber wäre möglich. Und unten seht ihr ja die Balken jeweils zu den Zahlen, die sich natürlich je nachdem verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eben quer durch die Kurve fahrt, und ihr seht hier Curbs werden angezeigt, spüre ich jetzt momentan nicht so stark am Lenkrad. Das könnt ihr mit dem FX etwas verstärken, damit ihr die Curbs etwas mehr spürt. Ihr müsst natürlich näher wieder schauen, damit es nicht für Clipping sorgt. Und jetzt komme ich gerade dazu, was Clipping ist. Nach dem Drift natürlich. So. Clipping ist das, wenn es eigentlich das Force-Feedback übersteuert, respektive dir keine Veränderung mehr spürt vom Gegenlenken, sage ich jetzt mal. Also da hat man überhaupt kein Fahrgefühl mehr. Und ich habe jetzt hier im Lenkrad, seht ihr unten links, das Force-Feedback-Stärke verstellen. Die haben jetzt die Intensität auf 55% da. Das heisst, ich muss jetzt hier recht fest am Lenkrad reissen. Und jetzt seht ihr rechts unten kommt der rote Balken rauf. Und das ist genau das, wenn es eben Clipping gibt. Und ihr habt hier gesehen, die gelbe Linie ist einfach Steckengrad gesehen plötzlich. Und das ist eigentlich dann, wenn ihr dann eben nicht mehr wirklich spürt, was das Fahrzeug macht. Ich kann jetzt hier trotzdem noch um Kurven driften, weil ich recht geübt bin, Project Cars 2, und langsam weiss, wie sich das Fahrzeug verhält, wenn ich was mache. Aber wirklich angenehm zum Fahren ist es nicht. Und hier seht ihr, jetzt hat es mich natürlich weggedreht, aber es ist schon wieder starker rot geworden, unten rechts. Also unten links im Bildrand, aber der rote Balken dort. Und dann könnt ihr hier die Force Feedback Intensität wieder auf 25%. Und nach einem Zeitchen geht der Rotbalken runter. Der bleibt aber ein Zeitchen oben, wenn er erreicht ist worden. Und da müsst ihr umspielen, was für euch auch stimmt. Ich tue zum Teil die Intensität zum Driften sogar auf 20% runter. Ups. Damit ich eben nicht so stark muss gegenlenken muss. Und ich empfehle euch wirklich, probiert mal verschiedene Einstellungen aus am Lenkrad, was für euch effektiv stimmt. Ist immer so eine eigene Meinung, habe ich das Gefühl. Aber ich komme mit meinen Einstellungen hier im Project Cars 2 recht gut zu Weg. Und ich muss jetzt so sagen, seit ich Assetto Corsa habe, es haltet sich schon nicht ganz gleich, aber es ist recht nah dran. Was ja eigentlich viel Gutes heisst für Project Cars 2. Aber es ist natürlich auch eine angewandte Sache, was das einem effektiv passt und was das man schon lange zockt. Ups. So, jetzt liegt es eigentlich nicht mehr am Force Feedback, sondern ein bisschen an meinen Fahrkünsten. Die lassen nämlich langsam nach. Und ja, ich würde sagen, das war es für das Video. Wenn ihr noch Fragen habt, unbedingt Kommentar, Frage, irgendwas. Wenn ich etwas vergessen habe zu sagen, wenn du vielleicht noch irgendeinen Tipp hast für mich. Nein, was weiß ich, wenn du findest, du hast jetzt den Ton auf 70%, du kommst völlig damit klar, wieso nicht, nehme ich Wunder. Und ja, ich glaube, es ist effektiv zu Ende. Meine Reifen haben 130 Grad und ich würde mich hier verabschieden. In diesem Fall bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet.
auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.